Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir waren ja ein bisschen in Vorproduktion, jetzt sind wir wieder relativ aktuell. Mal gut, dass wir Vorproduktion hatten, weil sonst hättet ihr echt einen Abriss gehabt. Ah. So, für euch war es jetzt nicht lange her, für uns, ich weiß nicht, wie die Steuerung funktioniert. Leertaste und ich komme nicht vorwärts. Deine Einladung geschickt, du Spielkind. Ich will aber nicht deine Einladung haben. Na gut, jetzt sind wir Freunde. Und nun? Wo sind wir denn stehen geblieben? Hatte ich auch was Cooles vor? Achso, ich wollte... Ah ja, wir müssen Kohle und Nitrat sammeln. Nitrit? Nause. Wir wissen nicht mehr, wie es... Bitte, was? Halt es bitte im Mund. Ach, das hört sich doch schon besser an. Seh zu, dass du deine Kackfresse hältst, Alter. Wenn ja mit dem Auto fahren, kann man richtig was abbauen da. Ja, das könnten wir tun. Aber dann los. Aber wir würden denn halt, dir muss dann halt bewusst sein, dass wir CO2 ausstoßen, ne? Na, egal, ey. Lass mich bloß in Ruhe mit der Scheiße. Dann müssen wir, ja gut, ich pack mal Proviant ein, wa? So, trinken habe ich genug. Fressalien. Oh, kann ich nicht beigehen. Oh. Was nehmen wir denn Geiles mit? So ein Gemüseeintopf. Mhm. Schmack brauchst und Fatzig. Brauchst du noch Pfeile? Und einen Kuchen. Hallo, brauchst du noch Pfeile? Ich habe 25. Wie viele hast du denn? 29. Great to see you, Master. Hier. So, du wolltest jetzt deine Mission machen im Brandgebiet. Ja, warte. Ich muss mir erstmal ein bisschen noch was mitnehmen hier. Dann können wir im Anschluss, wenn wir das erledigt haben, beide unsere Quest abgeben, weil ich muss ja auch noch zum Händler. Hey, wo sind die ganzen Verbände jetzt denn? Oben. Oh, ey, dein Ernst. Ihm sein Ernst? Schade, dass ich nicht Ernst heiße. Ernst sein Ernst. Ich bin gleich soweit. Ja. Diese Reparaturkit musste ich vielleicht noch eins mitnehmen. Und die ganzen Sachen fürs Schießdingsbums. Die Patronen lasse ich hier. Ja. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, was die Ärzte nochmal war. Ja, bitte? Nee, ich hatte einen Frotsch im Hals. Oh. Bist du Franzose? Ich bin so weit. Kannst du das auch auf Französisch sagen? Voulez-vous coucher avec moi? Okay. Ja! So, wo ist dein Auto? Ein deutliches Ja. Warte. Ein Autowagen? Mein Autowagen? Oh, ich muss hier mal umschalten, hier kommt Pimpelpopper. Okay, Moment, so. Mein Autoscooter. Baba. Schade, dass man hier die Hupe nicht tun kann, ne? Du kannst ja schon wieder nicht rein hier. Achso, oh. Ups. Jetzt? Wie ich da immer drin sitze, voll steif. Warte, steig nochmal aus. Doch, warum? Ich muss hier gerade gucken wegen Lenkung. Warte, huch. Ja, klar, Moment. Warte. Okay. Denk dann da hinten in die Löcher. Ey, Puppe, willst du mitfahren? Oh, das ging aber schnell. Ich hab nur 5 Euro, ne? wo muss ich denn überhaupt hin? Brandgebiet. Okay, ja gut. Das ist ja, das lässt sich ja eingrenzen, ne? Ist ja nicht groß. Am Anfang ist das gleich irgendwo. Ah, ich glaube, du hast mir mal davon erzählt. Da sind wir dran vorbeigefahren. Ja. Ne? Müssen wir buddeln.
Hast du eine Schaufel? Na ja. Oh. Hast du auch einen Spaten? Immer die mit. Hast du einen Bagger? Hast du Brot? Ein Bagger wäre auch noch geil in dem Spiel, oder? Ist Sunny eigentlich gekommen? Ja. Hast du ihr die Schale hingestellt? Nee, sie ist nicht reingekommen. Hm. Achtung! Oh. Achtung! Oh. Der einzige Vorteil, dass wir länger nicht gezockt haben, ist, dass ich mir nicht so viel Süßigkeiten reingeballert habe in der Zeit. Ja, lassen wir das mal so stehen. Ey! Gestern die Schokoladenwaffel? Die war gefüllt mit Eierlikör, das ist was ganz anderes. Du hast da Eierlikör reingehabt? Ja. Wieso habe ich eine normale Waffel gekriegt? Also nee, leer. Das noch nicht. Das so, hier frech. Vorne, gelb Bagger. Weiter an das Schiff. Ja. Hier, stopp, stopp. Bei Bartz? Hier. Ja, warte, warte, warte. Ich muss doch erstmal parken hier. Hier, der Umkreis hier, der Durchmesser. Ach so, ja, 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 ja. Buddeln hast du ja gesagt, ne? Ich helfe dir schaufeln, Jasmin. Du kannst doch so gar nicht arbeiten. Nicht doch. Wo denn? Warum immer ich? Lass mich in Ruhe, du Ungetüm. Das ist typisch Frau, ne? Ich hänge hier fest. Die laufen mir immer hinterher. Alter, warum geht er denn nicht tot? Du triffst ihn irgendwie nicht. Man kann ihn nicht treffen. Alter, was ist mit ihm? Ich helfe dir, Jasmin. Was ist mit ihm denn nicht richtig gewesen? Retter. Boah, ich habe mir irgendwas gebroken, ey. Das ist ja wie im echten Leben, du. Da muss ich auch immer die Frau erst mit dem Knüppel schlagen, damit sie aufhört, mir hinterher zu laufen. Ich bin hier hängen geblieben eben. Im Kopf? Ja, auch, aber... Wo genau ist denn der Umkreis? Hier, ja. Okay. Hm. Du näherst dich dem Schatz. Machst du das? Ja, ohne Ausdauer. Hab ihn. Boah, mir laufen die Männer in einer Tour hinterher, Jasmin. Das ist wie im echten Leben. Bei der Gelegenheit können wir gleich ein bisschen Lehm mitnehmen. Ich näher mich den Schatz. Also einer müsste ja, oben bleiben. Ich mach Schmiere. Oh. Na toll. Volle Schmiere, und jetzt Alter. Schaufel wieder zu. Die die Frau ist im Loch. Genau, buddel sie ein, Jasmin. Wir lassen eine Leiche verschwinden. Irgendwo ist der hier. Schon wieder. Ja, irgendwo. Hier so. Ah, jetzt? Ich hab jetzt nicht genug Ausdauer, ey. Meinst du, ich kann den überhaupt finden? Weil es ist ja deine Quest und ich sehe ja, hast du doch letztes Mal auch. Ja. Gott, oh Gott, hast du ein Gedächtnis, ey. Wie ein Elefant. Hm. Der tot ist. Fürs Elfenbein. Du näherst dich... Oh, ey, dieses Geräusch. Also, zeigt mir zwischendurch an, ich näher mich dem, aber... Dann distanzierst du dich wieder von deinen Ergebnissen.
Oh mein, Jasmin, wir müssen hier doch was finden. Hä, wieso buddelst du jetzt hier drüben? Weil hier, der mir das auch anzeigt. Da ganz hinten kommt eine Kiste runter, Jasmin. Ja. Oh ja. Eins geile Kiste. Ich hab ihn gefunden. Schon wieder du. Nee, du hast das Loch gemacht, aber ich hab ihn zuerst gesehen. Oh. Oh. Und was ist drin, Jasmin? Schrotflintenteile, ja. Stahlsperrteile und Bauplan-Stacheldrahtmod. Kein Erdbohrer. Und Vorräte aus bla bla bla. Das, was ich ja abgeben aus muss. Aus vergangenen Zeiten. Ich verstehe. Oh nee. Zwei dicke. Drei dicke. Ja, ich komm schon. Oh, das sind voll viele. Ich helfe dir, Jasmin. Ich hab nichts zu essen. Jasmin, der Dicke läuft mir hinterher. Ich sehe aus wie ein Big Mac. Ich hab ihn mit meinem Pfeil erledigt. Oh, dann. Na, ja, Bumerang-Pfeil. Das hast du davon. Wo kamen die denn jetzt alle her, ey? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube. Hey, das ist meiner! Nein, du hast schon... Oh, du bist so frech. Wir brauchen noch ein bisschen Nitrat und so, ne? Ja. Und ich habe hier noch ein bisschen Kuchen. Und Holz. Warte, Jasmin, warte. Ich habe hier was für dich. Halt. Hinter dir. Dreh dich nicht hier weg. Hallo, bleib da mal stehen. Jasmin! Ja. Ach, du bist doch doof. Hey, was meinst du jetzt damit? Das verstehe ich nicht. Ich weiß. Du hast mit mir gesprochen, irgendwie wie so eine Mutter. Ich hab ein dickes Ei. Jasmin. Ein Ei? Ja, ich hab ein dickes Ei. Und eins ist ein bisschen schrumpelig. Ich glaube, ich sollte mal zum Arzt gehen. Ja, sowieso. So, wollten wir jetzt mit dem Auto mal ein bisschen gucken, wo wir in der Wüste, da kriegst du doch voll viel davon. Voll viel was? Na, von diesem Nitrat und so. Nitrat haben wir schon. Da haben wir etliche Stellen. Hinten bei Bobs Café ist noch eine. Rein theoretisch könnten wir in eine. Ja, mir ist egal, wo wir hinfahren. Ja, dass wir da ein bisschen sammeln. Wir haben jetzt das Auto. Ja. Wegen Munition, weißt du? Kleiner Moment, ich muss erstmal frühstücken, ja? Schön Kürbiskuchen zum Mittag. Mmh, geil. Jasmin? Mhm. Wo bist du? Ja. Was für eine präzise Ortsangabe. Ah, da hinten. Ach, ja. Ja. Oh, guck mal, da raucht's. Ja, ich weiß. Da muss eine Kiste sein. So.
war da nicht. Das war irgendwo hier vorne. Wieso bin ich denn schon wieder Hunger, ey? Ich denke mal, weil der Magen die Nährstoffe aufgebraucht hat, die ihm zur Verfügung standen. Mhm. Weisheit des Tages. Hä? Ah, da, ich habe die Kiste gefunden. Ja, schön. Ein Glas Honig. Sehr gut. Wieso, bist du infiziert? Mhm. Okay. Oh, 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 oh. Aber Honig kann man gut gebrauchen. Einmal Rezept für Kürbissamen, das möchte der Händler bestimmt haben. Stoffrüstungspaket. Verkaufen wir vielleicht auch. Nahkampfmods. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Hm. Geiz ist geil. Hm. Schön, wir haben Besuch hier, ey. Eisen? Hm. Du bekommst Besuch. Habe ich erledigt hier. Okay. So, wollen wir denn erstmal in die Wüste? Ja, mir ist egal, wo unser Abenteuer weitergeht. Morgen ist Blutmond, ne? Ah. Dann müssen wir mal ganz viel sammeln, damit wir die Munition fertig machen können. Das bist du. Was brauchen wir denn? Nitrat? Messing? Ja. Kohle und Nitrat ist eigentlich sehr wichtig gerade. It is a pleasure to serve. Nein, Robby, nicht. Ach ja, Robby hieß ja Peter, ne? Warte mal, wie kommen wir denn in die Wüste? Habe ich nur diesen einen Weg bisher erforscht? Das ist auf jeden Fall der schnellste. Da müssen wir wieder auf Schlaglöcher aufpassen, Jasmin. Verdammt nochmal. Wieso jetzt eigentlich die Büste? Da kriegt man doch auch viel Nitrat, oder nicht? Ja, findest du ja überall, ne? Ja, keine Ahnung. Wir können auch hier gucken wegen Kohle und so. Wir können auch hier die Fabrik durchforsten. Wir brauchen viel Munition holen. Wieso zieht mein Auto nach links? Ja, mal den Luftdruck kontrollieren. Da nächste Tankstelle müssen wir mal anhalten. Mal einmal den Reifendruck prüfen hier. Incoming enemies, prepare for conflict. Das ist ein Wetter. Ein Jaja. Vorsicht, Vorsicht! Scheiße. Aussteigen, Jasmin. Weil ich auf den Vogel geguckt habe. Lass uns einfach drauf einigen, es war nicht meine Schuld. Alter, er fährt, ey. Wie im wahren Leben. Ja. Warum hakt denn das hier heute alles so? Ich weiß nicht. Hinter dir ist das Auto. Ja, nee, ich guck jetzt hier nach Kohle und so. Sicher direkt eine Großstadt mit ganz vielen Zombies? Okay. Ja, irgendwo müssen wir ja Kohle noch finden. Bist du? Ah, da hinten.
Ich habe das Auto kurz eingesteckt. Und dann baue ich in der Zeit schon mal ein Auto ab. Irgendwie ist hier nichts. Nichts. Nothing but burnt trees. Und was kriegen wir? Batterie? Motor? Mechanische Komponenten? Benzin? Aber ich weiß nicht, ob dieser, also dieser komische Gittergrill, aber wenn der gekommen ist, kriegt man denn noch was? Ich glaube nicht, ne? Na. Also Heizkörper, Motor oder Batterie. Irgendwie finde ich hier nichts. Ja, das ist ja trist hier, ne? Das hier sind ja alles zusammengestürzte Gebäude, die Berge. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. 1 Dollar. Ausdauer, es hapert mir, Jasmin. Da bist du. Ja, hier ist irgendwie nichts mit Kohle, so, ne? Nö. Ich weiß, wo Kohle ist. Wo denn? Die haben wir schon eins gefunden. Wo denn? 550 Meter in die Richtung. Hast du gerade geguckt? Ja. Ja, dann los. Wohin denn? Ja, in die Richtung. Ja. Nordwest, Jasmin. Nordwest. Wie bei den Pfadfinders. Also hier runter? Hä? Ja, ich wollte nur das Schild mitnehmen. Nee, doch nicht. Hier lang, Jasmin. Wo denn? Ja, mach ich doch. Jasmin, folge mir. Oh, Auto. Können wir das mitnehmen? Oh, ist noch gar nicht gesucht. Den kann man durchsuchen. Geil. Vorsicht! Eine fette Frau auf der Straße. Wo denn? Da hinten. Ah. Wo ist jetzt das Kohledings? 400 Meter in die Richtung. Guck mal, hier ist noch ein Auto. Da war ein Reparaturkit drin. Ich hab jetzt ein bisschen Angst vor der Dicken. Ich hab Tine Wittler von hinten ins Bein geschossen. Schönes Wow. Ah, wieder nur so ein Heizkörper. Ich hab Kaffee vergessen mitzunehmen. Ich hab Kaffee. So, ich hab mal das Wrack weggenommen, ne? I've got a bad feeling about this. Und das Wrack habe ich angeschossen. Oh, war's das schon? Ja. Geil. Hier sind noch ganz viele Autos. Oh, dieses Geräusch ist so ekel. Ich höre hier jemanden was abbauen, Jasmin. Pass auf, hier sind diese Trittminentöpfe. Ja, ja.
Wie sehen die denn aus? Wie ein Topf. Ich krieg Besuch, aber ich weiß nicht wo. Ich geb dir einen Tipp, wo ich bin. Nee, hä? Warte. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, hier durch den Wald zu laufen. Meinst du, man stirbt, wenn man auf eine Trittmine drauf tritt? Oder ist das denn eher so wie im echten Leben? Man verliert ein Bein und geht dann weiter. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? 300 Meter in diese Richtung. Huch. Ich mach das. Weg, du Hippie. Wir haben zu tun. Wir müssen die ganze Natur kaputt machen. So Menschenzeug eben, ne? Das, was Menschen nun mal am besten können. Nichts. Nicht viel auf jeden Fall. Hier liegt ein Rucksack, er lässt alles liegen, ey. Echt? Ja. Hab ich nicht gesehen. Peter, warum sagst du denn nichts? Du hast doch mir sonst auch, mit den Zombies sagst du mir auch mal Bescheid. Oh, Peter. Ich weiß nicht, ob unsere Zusammenarbeit so noch Sinn macht, ne? Wir warten mal auf Jasmin. Oh. La 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 la. Ah, komm. Ey, wo bist du denn? Immer dem grünen Pfeil nach. Ich bin nur 60 Meter von dir blau. Entfernt. Achso, immer dem blauen Pfeil nach. Oben auf dem Berg. Ja, ja, hab ich schon gesehen. So, und wo ist jetzt hier die Kohle? 100 Meter in diese Richtung. Wir hätten mal das Auto nehmen sollen. Das ist sogar relativ dicht da, wo wir gerade hergekommen sind. Ich hab hier gerade Kohle, bin ich gerade am Abbauen. Oh, ehrlich? Ja. Au! Oh, jetzt hat er sich aber durch den Kopf gehen lassen, die Aktion, ne? Ach, da unten. Oh, das ist ja praktisch, da ist ja gleich ein Auto in der Nähe. Aber... Mehrer ist ja. Und ein Hund. Böser Hund. Da kommt ein Pipi. Hey, das ist eine Frau. Nein, eine Frau. Ja, ja. Du bist ganz schön eifersüchtig, Jasmin. Noch hast du mich nicht mal angesprochen. Kopf abgespammt, Alter. Richtig. Wo willst du jetzt hin? Na, hier, zur Kohle. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Oder? Doch. Hier. Echt? Alter. Manchmal muss man nur ein bisschen graben. Trau mich das immer nicht. Ich komme da immer nicht mehr raus. Hier ist immer noch Kohle. Ja. Auch oberhalb hier. Ja.
Ja auch. Dankeschön. Oh. Boah, hier ist alles voller Kohle. Hier auch. Gut. Du buddelst ein Loch und ich buddel hier ein Loch und wir treffen uns dann. Dann noch Nitrat halt, ne? Ja, erstmal müssen wir ja Kohle abbauen. Mhm. Ach, hätten wir doch nur einen Erdbohrer. Hm. Dann würde das bestimmt schneller gehen. Stein? Aber wahrscheinlich. Ach, ich hab jetzt schon keine Ausdauer mehr. Das ist doch kacke, Jasmin. Hm. Mal was trinken hier. Wie viel Kohle wolltest du nur mitnehmen? Oh, ein bisschen. Okay. Ich habe jetzt 4000. Wie viel wolltest du? Oh, das ist schon ganz gut. Ja, war ein Scherz. Ich wollte nur falsche Hoffnung machen. Ich habe jetzt 18. Was? Kohle. Nee. 1056 habe ich. Hm. Warte mal. Wie lange brauche ich denn, bis ich wieder ein Pünktlein bekomme? Nur eine Weile. War schon, ich dachte, wir werden. Reden wir nicht drüber. Das ist alles dieses Stein. Hier, komm mit in mein Loch. Hier ist alles voller Kohle. Hey. Ausbuddeln können wir doch immer. Meinst du, hier gibt es irgendwann so eine Schicht, wo du nicht mehr weiter buddeln kannst? Weiß ich nicht. So wie bei Minecraft? Minecraft? Oh, ich muss mir nochmal einen Kaffee reinzwitschern hier. Bei so einem anstrengenden Arbeitstag, das macht Durst, ne? Das macht Durst. Das macht Durst. Hier ist auch noch Blei. Mhm. Oh, geil. Mhm. Oh. Oh ja. Gib ihn noch ein. 85 Blei. Oh, nochmal ein bisschen cool. Ach Mann, der Ausdauerfaktor ist doch einfach ätzend. Ja. Brauchen wir Blei für irgendwas Wichtiges? Blei brauchen wir auch immer für die Geschossspitze. Ah. Okay, dann nehme ich das nämlich auch mal mit. Du bist ja hier der Munitionsmeister in. Oh, lass es. Ich will halt nichts falsch machen. Ich weiß nicht, mit welchem Geschlecht du dich gerade identifizierst. Das war falsch, was du gerade gesagt hast. Schwein. Kuh? Katze. Was? Hä? Ergibt überhaupt keinen Sinn, was du hier erzählst. So. Männliches Spitzhackengeprügel hier. Männliche Männerschläge. Männlicher Knochenjob. Wo ist denn noch mehr Kohle? Hier bei mir im Loch.
Außer bei dir im Loch. Jasmin, bei mir ganz, ganz tief hinten im Loch. Du musst hinten ins Loch, ne? Da gehst du die Wirbelsäule mit dem Finger runter. Wenn er einrastet, bist du richtig. Und dann ganz tief. Stimmt mit dir nicht, ey. Keine Ahnung. Ich hab Alkohol getrunken. Gestern. Das sind meine Nachwirkungen. Das war ja nur ein Bier. War schon ziemlich eskaliert gestern. Hab ich schon weggebammt, ne? Ja, muss man schon sagen. Da war ich schon rotzehacke voll, ey. Da hab ich der Alten erstmal in die Kommode gepinkelt. Was? Oh. Jasmin. Hier ist so viel Blei, das wird immer mehr. Ja, ist doch gut. Ich bin von der Kohlemine zur Bleimine. Jo. Ja, aber ich muss ja alles alleine abbauen. Ja. Das ist doch nicht cool. Ja, ich trau mich da nicht rein. Warum nicht? Weil ich immer Angst habe, dass ich da nicht mehr rauskomme. Aber wir sind doch zu zweit. Ja, richtig. Ich trau dir nicht. Was? Warum? Weiß nicht. Habe ich dir jemals einen Grund gegeben, anzunehmen, dass meine statischen Berechnungen falsch sind irgendwie? Ein bisschen, ja. Da war ich ja auch noch kein Ingenieur. Jasmin, ich bin fortgeschrittener Ingenieur. Das hat nichts zu sagen. In vollen Zügen. Ja, wie mit der 9-Euro Bahncard nach Sylt. Volle Züge. Buddelst dich jetzt hier doch runter? Nö. Mach nur ein Loch weiter. Hier ist so viel Kohle. Ja, ich trau der Geschichte ja trotzdem nicht. Doch, Jasmin, vertrau der Geschichte. Die Nein. Geschichte hat noch nie gelogen. Mhm. Aber wenn ich 5000 Kohle hab, mach ich Schluss, ne? Okay. Da müssen wir noch Nitrat suchen. Ja, ich muss auch noch... Oh, wir brauchen irgendwie noch eine Möglichkeit, wie wir die Klingfallen während des Blutmondes reparieren können. Geht das überhaupt? Ja, wenn wir da rankommen, ohne dass die Zombies zu uns kommen, dann wäre das möglich. Ich habe vielleicht eine Idee... Oh. Besser hier hoch. Jo, 1000 Stück noch, dann hab ich fertig mit Kohle. Aber bei mir schlaucht es hier unten ganz alleine an der Ausdauer. Oh, hab ein Essen hier. Da geht doch die Arbeit viel besser von der Hand. Ha? Und das war's denn auch schon wieder. Seh dich schon.
Du buddelst dich ja doch runter. Nö. Ein bisschen? Angst. Jasmin, dann erzähl doch mal einen Witz. Ich kenne keine Witze. Du bist doch hier der Komiker, der die ganzen Flachdinger raushaut immer. Ich hab doch keine Flachwitze zurzeit. Ja, die sind ja auch schlecht. Über ein MHD. Ja, abgelaufen. Oh, hier ist Blei. Sag mal, war nicht dieses grüne Getränk ausdauerfördernd? Weiß nicht, irgendeins. Goldroten Tee oder Schürensamen? Ich glaube, das Gelbe war auch gut. Der rote oder der grüne war, glaube ich, am besten. Aber ich glaube, der grüne ist der gelbe, den du meinst. Oh, weird. Ah, 5154. So, ich buddel mich hoch. Ah, ich sehe dich. Aha. Hallo, Jasmin. Ah. Es ist hier wieder Sand. Angst, wenn du jetzt da kommst, ey. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Ich trau dir einfach nicht. Warum nicht? Nee. Jasmin, bitte. Mm-mm. Ich hab jetzt nicht mehr viel Essen, ey. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Ah, ich dachte, das hält länger an. So. Ich nehme nur mal ein bisschen Blei mit. Ah, habe ich auch eben. Wie viel hast du? 560. Okay, ich habe jetzt 1300. Wie viel brauchst du für Geschossspitzen? Auch immer jede Menge. Hm. Ah. Na gut. Gibt ja zumindest auch ein bisschen XP hier, das Gebuddel, ne? Das ist doch mal praktikabel hier. Wir gehen zurück. Ich möchte unbedingt... Bergarbeitermeister. Hol das Meister aus deinen Bergbautätigkeiten heraus, indem du durch erhöhten Werkzeugschaden Steine und Bäume schneller aus dem Weg räumst. Ist man halt schneller. Sammle mehr Rohstoffe und schnapp dir die Hauptader. Aber dafür müsste ich wieder das Attribut Stärke leveln. Das kann ich gerade nicht, also investieren wir hier. Wunderbar. Ja, ja, das geht auch schon viel schneller von der Hand, ne? Wobei Hauptader ist, glaube ich, besser. Eigentlich war das dumm, weil jetzt kriege ich doch gar nicht mehr so viel Blei aus dem Blei, wie ich sonst kriegst du wieder schöne Kommentare, wie ja, doof du bist. Ja, ja,
Jetzt beißen Leute wieder in ihre Tastaturen, schlagen ihren Bildschirm und zünden ihren Schreibtisch an. Verständlich, verständlich. Nee, rein theoretisch ist das, es ist zwar praktisch, weil ich jetzt schneller abbauen kann, aber Hauptader, ich glaube, ich muss Stärke und Hauptader mal machen. Weil dann kriege ich ja mehr aus dem ganzen Krempel raus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bevor der Block kaputt ist, habe ich denn statt 100 eine Milliarde Blei. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Wollen wir jetzt Nitrat suchen? Warte, eine Nitratmine kommt sofort. Da habe ich genau das Richtige für uns. Ja? Na dann mal Hobby. Aber diesmal reisen wir mit der Luxusklasse. Ich kann schon wieder nicht rein. Eh. Ja, du Witzbold. Wieso schließt er sich denn immer ab? Na, Witzbold, eh, als wenn ich doof wäre, ey. Oh Gott. Oh. Welcher Idiot hat denn da so ein Loch gebuddelt? Nie wieder ins Loch fahren, bitte. Ja, noch kriegen wir das Auto raus. Nächstes Mal müssen wir ausbuddeln. Oh, ich habe gar nicht mehr viel Sprit. Wo bist du hin, Alter? Löcher, stopp! Hier ist das, oder was? Yep. Wo denn? Ja. Da drinne? Ja. Ja, ich gehe ja schön nicht rein. Du alte Mimosen. Ich habe Angst, dass ich da sterbe. Okay, ich habe noch einen. Ja. Aber der ist 180 Meter weg, das dauert mir jetzt zu lange. Hm. So, Nitrat. Das da? Ach, hier ist auch viel schöner, ey. Das ist nur Stein. Ist auch Stein. Da! Kohle. Hä? Herrgott, noch eins, Jasmin. Was denn? Ich hab gedacht, ich sterbe. Wieso? Ich dachte, der Baum fällt auf mich. Hm, wo bist du? Unten. Ja, aber hier ist irgendwie kein... Ich hab. Wo? Ich hab. Wo? Draußen. Jasmin, wo? Wo denn? Du sprich doch mit mir. Draußen. Ja, aber wo? Du bist das. Einster Schnee. Was stimmt denn bei dir heute nicht, sag mal. Ich habe mir Nitrat durch die Nase gezogen, ich bin motiviert. Eigentlich wollte ich hier zu dem Baumstamm. Geh doch, geh doch! Wieder kein Honig. Hm, das ist ja ärgerlich. Hm. Weißt du, wer letztes Mal Honig gekriegt hat? Na du. Na, ich natürlich. Wie viel Nitrat muss ich denn jetzt wieder alleine abbauen hier? Genug. Ne, dann buddel ich das Loch so, dass du hier auch reingehst. So, komm Jasmin, hier ist ein Weg. Wo ist ein Weg? Ja. Ich mach das Loch jetzt so, dass du auch da reingehst. Ja, rein, aber ich möchte auch wieder rauskommen. Ja. Ah! Ja! Ich will hier raus.
Ich buddel doch in einer Tour hier. Nee, ich will ja nicht weiter runterfallen. Nee, kannst du ja nicht. Aber es gibt ja keine Luft. Wo bin ich jetzt? Jetzt hier wieder raus? Gar nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, wenn wir abgebaut haben. So. Ich will hier raus. Nö. Erst wenn du mir geholfen hast, hier abzubauen. Dann baue ich hier raus. Dann baue ich hier wieder einen Weg raus. Komm. Lass das, ich mag das nicht. Komm, Jasmin, hier ist so Nitrat. Unter deinen Füßen. Ey, mach dir keinen Ausgang. Nein, ich nehm dir den Boden unter den Füßen weg. Du baust jetzt hier mit Nitrat. Mann, ab. Ich. So. Mach ich doch. Ja, so ist fein, so ist fein. Ich beobachte dich. Keine Ausdauer. Ich habe leider nur Wasser. Ich auch. Oh, leck mich, ey. Tschüss. Und wieder. Hey! Ich will hier nicht runter. Du sollst auch nur mit mir abbauen. Mach ich doch. Hey. Ich höre, dass du nicht auf Stein prügelst. Nein, Jasmin, du bleibst hier unten. Ich krieg da Beklemmung. Ich habe schon voll die schwitzigen Hände. Ich mag das nicht. Klaustrophobie. Ich hasse das. Klaus. Außerdem wird es gleich dunkel. Ja, dann helf mir doch noch schnell hier ein bisschen Nitrat abbauen. Wie viel hast du denn, wie viel Nitrat? Bei Weitem nicht genug. 1200 nur. Ja, ich hab 648. Ist ja nix. Mag das halt einfach nicht da unten. Ist doch nichts für. Ja, ich glaube, wir brauchen noch 1:1 Kohle und Nitrat. Mann, ey, bevor du wieder heulst hier. Dankeschön. Wir beide, ne? Wir zwei alten Bergarbeiter, du. Und im Kindesalter cool, ne? Habe ich hier in Minen gearbeitet. Siehst so aus, ey. Deswegen der Schaden heute. Was? Ist aber nicht sehr nett, Jasmin. Ja. Komm vor. Die Ausdauer lässt echt zu wünschen, Ölbreck. Zu wünschen? Wünschen. Ich wünsche mir das auch, Bruder. Mhm. Bisschen Ausdauer voilà. Oder was? Voila. Na, wir zwei allein. Was? Ich hab gerade einen Ohrwurm von Transylvanien. Nur wir zwei allein. Lang Nitrat hier, du und ich. Nur wir zwei allein. So soll es sein. Nur wir zwei allein. Gehen noch ein Stückchen tiefer. Nur wir zwei allein.
Das gibt's doch nicht. Das Loch ist so deep wie meine Gedanken. Mhm. Deepgründig. Nur wir zwei allein. Jetzt habe ich auch einen Ohrwurm. Ja, toll. Ey, hör mal auf mich wegzubuddeln. Ich hau hier gerade Dings ab. Hallo. Nur wir zwei allein. Wir schlagen hier Nitrat. Nur wir zwei allein. Nur du und ich. Nur wir zwei. Oh Gott, ey. Oh my goodness. What the fuck is happening there? Jasmin. What the fuck, Bruder? Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon? Ja, ich würde sagen, wir fahren diese Folge noch zurück. Hm? Ja. Wie viel habe ich jetzt? Fast 2000. Ich habe jetzt fast 3000. Ach so, wir müssen ja beim Händler auch noch ran, ne? Ah, der hat zu. Zu spät. Ja, der hat jetzt zu. Oh, der hat ein Leben mit seinen Öffnungszeiten nur. So wie der arbeitet, will ich Urlaub machen. Das ist richtig deutsch. Au, au, au. Du musst einmal. Geh doch mal weg. Du musst pusten. Du musst pusten. Nein. Aber es tut mir weh, Jasmin. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Hallo? Ja. Nur wir zwei allein bleiben für immer jetzt hier unten. Nur wir zwei allein. Nur du und ich. Ich mach doch schon Ausgang. Ach so, ja. Ja, ich. Bau du so lange noch ab. Der hier muss weg. Gut, nicht weiter, bitte. So. Ziemlich aufdringlich, muss ich ja sagen. Ich will hier raus. Irgendwo hänge ich hier. Ach so. Ah, ja. Echt jetzt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich will raus. Jetzt hör doch mal auf. Geh da weg. Ich kann doch nicht paddeln. Die steht voll im Weg. Jasmin, bitte, ich kann so nicht buddeln. Ja, ich kann so nicht. Ich will raus hier. Oh. Ja, schön. Kann ich jetzt raus? Ah, ich arbeite dran. Wie lange dauert das? Ich habe mir vorhin einen schnelleren Weg gemacht. Was müsst ihr hier überhaupt? Hä? Ich muss doch nur stufenweise. Hör auf zu schubsen! Boah, weg hier, ey. Du bist über mich rausgeklettert! Oh, ich kann auch raus. So, los. Einmal at home oder was? Ja, würde ich sagen. Dann kann ich nämlich die Munition vorbereiten. Genau, dann fängst du schon mal die Patronus an. Ja, und Auto. Auto? Ja. Auto? Hallo. Dann fängst du die Munition an und ich guck mal, ob ich da irgendwie eine Lösung finde für die Klingenfallen, ne? Mhm. Dass wir die ein bisschen fixen können.
Nur wir zwei allein. Und danach müssen wir, muss ich zum Händler. Händler. Wendler. Der Wendler. Nee, da will ich nicht hin. Nee, ich muss erstmal was trinken, in echt. Übergewichtig? Ungepflegt? Fettige Haare? Was wolltest du sagen? Oh, ich krieg Besuch. Hier kommt gleich einer. Ja. Sind ja gleich da. So, in Traudesheim, ja. Glück allein. So, ich muss mal hochkommen hier. Einmal kurz die Taschen hier und der machen. Ja. Zack. Und ich schmeiß erstmal hier, was der Händler von mir kriegt. Achso, ja, nee, das lasse ich schon drinnen noch. So. Dann haben wir Kohle, dann haben wir Nitrat. Nitrat. Ja, da werden wir einmal einschalten und dann haben wir. Warum geht das jetzt nicht? Wo soll ich dir denn die Kohle mit reinschmeißen eigentlich? Oh mein. Warum geht denn das jetzt nicht? Kohle. Achso. Ist jetzt beim Ölschiefer mit drin, ne? Schisspulver, so. Schisspulver. Ja. Nee, pack das mal gleich. Zu spät. Na gut. Na, jetzt mache ich Schisspulver. Stoffrüstung ist so schlechter als das, was ich habe. Was ist Verkaufspreis: der? 120. Bulli? Schlechter. Oh, sorry. Auch schlechter. Ist, glaube ich, alles schlechter, ne? Da haben wir auch so viele von. Da muss ich gleich mal schnell. Jo, das muss alles verscherbelt werden. Dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen gehen wir ein bisschen unserer Miete der Liebe auf Tuchfühlung. Jasmin! Nee, wir sehen uns morgen wieder. Morgen geht's weiter. Gucken, ob wir noch einen Weg finden. Das war hier da. Wir müssen ja irgendwie da hinkommen zum Reparieren, ne? Mit einem Hammer. Mit dem Hammer. Aber so, dass die Zombies hier nicht runterfallen und auf unsere Möglichkeit dahin zu kommen raufkommen. Und so, dass die Zombies nach Möglichkeit vielleicht unterirdisch und dann in dem. Ich habe immer Angst, dass das zusammenstürzt. Ja, lass es. Okay, das wurde mir schon verboten. Ja, mal gucken, da wird uns schon was einfallen, ne? Da werden wir. Morgen werden wir sehen, was daraus geworden ist. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.